Avatar war das härteste, an dem ich jemals gearbeitet habe. Und dann kam Korra. Jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, das Franchise in die verschiedensten Richtungen zu erweitern und auszubauen, wird eine Challenge. Hi, ich bin Brian Konietzko, Co-Creator von Avatar, der Herr der Elemente und die Legende von Korra, sowie Mitgründer der Avatar Studios. Nach meinem Abschluss an der Rhode Island School of Design im Jahre 1998 traf ich dann Mike DiMartino, den Co-Creator von Avatar. Man nannte es den Toon Boom der 98er, wo eine animierte Primetime-Sitcom nach der anderen kam. Doch da gab's eine Lücke. Irgendwann entstand die ungeschriebene Regel, dass diese animierten Sitcoms nur für Erwachsene seien, die auf Sarkasmus und schroffen Ton standen. Und dann noch den Kinderkram. Als sich dann die Möglichkeit bot, an Invader Sim zu arbeiten, brachte mich das zu Nickelodeon. Ich fing als Storyboard-Artist an, was unglaublich war. Und am Ende wurde ich dann der Art Director der zweiten Staffel. Ich musste nach Südkorea, um mit den verschiedensten Studios zusammenzuarbeiten. Genau dort begriff ich, was ich schon immer machen wollte, nämlich animieren. Alleine diese Erkenntnis war der erste Schritt zur Entstehung von Avatar. Hopefully our visit to all of the air temples will give you the inspiration you need to delve more deeply into your studies. Und wir hatten sogar ziemliches Glück, denn Nickelodeon weg von der Comedy-Sparte, für die sie eigentlich bekannt sind, und eher eine Serie wollte, die sich an junge Heranwachsende richtete. Wir wollten eine Geschichte erschaffen, die zeitlos ist. Wisst ihr, nicht nur dieses für 22 Minuten abschalten und zurücklehnen, sondern den Figuren beim Wachsen zusehen, in einer fortlaufenden Handlung mit einer Charakterentwicklung. Mastering the elements takes years of discipline and practice. But if the world is to survive, you must do it by summer's end. Es ist nichts Magisches, eher etwas Höheres. Etwas, das man lernen muss, oder genauer gesagt, eine disziplinierte Steigerung, die man selbst in der Hand hat. Es muss eine Reise geben. Als Kind mit Star Wars oder Willow aufzuwachsen und in diese einzigartigen Welten abzutauchen, gab mir immer das Gefühl, etwas Eigenes erschaffen zu wollen. Avatar war genau das, was wir wollten. Aber wenn wir über eine tiefe und gute Handlung reden, naja, sind wir nicht die Erfinder davon. Es ist eher etwas, wovon wir aus dem Westen keine Ahnung haben. Schaut man Anime, ist das absolut normal. Aber einen amerikanischen Cartoon, ja, das dann eher weniger. Genau das ist vermutlich auch der Grund, warum wir so viele erwachsene Zuschauer haben und Menschen, die normalerweise nichts mit Animationen am Hut haben. Ich habe Avatar immer als Hommage beschrieben, eine Art Liebesbrief an japanische Anime. Jedoch waren wir uns im Vornherein klar darüber, etwas Eigenes zu kreieren und es nicht als misslungener Versuch auszugeben. Ich wollte nicht irgendwas kopieren, was mir gefallen hatte und ich cool fand. Allerdings etwas, wo viel Herzblut reinfließt, authentisch ist und offen zeigt, woran wir uns inspiriert haben. Nach Korra war bei Mike und mir völlig die Luft raus, was das Arbeiten einer TV-Produktion anging. Es ist einfach nur nervenzerrend, seine Visionen mit einem Team an Leuten umzusetzen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Du durchlebst einfach deine eigene Charakterentwicklung mit deinen persönlichen Herausforderungen. Versteht ihr? Irgendwann war ich dann an dem Punkt angelangt, wo ich neben dem Animieren und Skripten genau wusste, was dem Sender gefiel, und fing an, mich danach zu richten. Noch zu Beginn von Avatar fühlte ich mich so erschlagen von Ideen und Inspirationen, aber gegen Ende hin hatte ich einfach keinen Saft mehr. If you don't deal with your repressed feelings, there will be severe consequences to your health. And your job. Unsere Shows handeln immer vom Gleichgewicht, was auch mich dazu brachte, einen anderen Weg einzuschlagen und mir eine Pause vom Animieren zu gönnen.
Es war nötig, meinen Tank wieder aufzufüllen, der ehrlich gesagt seit dem Beginn von Avatar vor ganzen 20 Jahren fast vollständig aufgebraucht war. You inspired us. Once we heard that you survived out in the wilds, we decided to try it too. Doch wie ihr euch schon denken könnt, wurden wir erneut in die TV-Welt hineingezogen. Nickelodeon bekam eine neue Geschäftsleitung und meinte zu uns, hey, wir lieben und respektieren Avatar. Hättet ihr keinen Bock, wieder zurückzukommen? Ich dachte mir nur, dass ich einen Großteil meines Lebens in genau diesem Studio in Kalifornien verbracht habe und dringend Abwechslung brauchte. Was wäre denn, wenn wir anstatt nur über einen Deal zu reden, ein ganz neues Projekt aufziehen? Wie auch immer, bekamen wir dann ein eigenes Studio unter Nick. Momentan fühlt es sich mit den Avatar Studios noch etwas an, als wäre eine Ewigkeit vergangen. Was haben wir nun für Möglichkeiten und wie können wir das Franchise ausbauen? Varric's heading up my new technology division. I've seen the future, and the future is magnets. Was ich will, ist, dass die Technik unsere Kunst unterstützt. Nicht unsere Kunst, die Technik. Wow, I didn't know you could draw. Miyazaki ist da ein extrem gutes Vorbild. Alles, was aus dem Hause Ghibli stammt und sei es noch so modern, fing als handgezeichnete Kunst an. Und für mich, der hauptsächlich Landschaft mit Ölfarben zeichnet, liebe ich sowas. Als Co-Creator von Avatar bekam ich die einmalige Möglichkeit, mein Hobby in einzigartigen Hintergründen und Landschaften zu verwirklichen. Tatsächlich wurde alles, was Avatar betrifft, handgezeichnet. Als dann 2 Jahre vergingen und wir für Korra zurückkamen, hatte sich in der Branche alles verändert. Jeder zeichnete digital und nutzte Programme. Mike und ich wussten nicht mal, wie die funktionieren. Ich bin nicht gerade der Mensch, der mit Technik vertraut ist, aber ich bin ein Fan, wenn es der Kunst weiterhilft. Die Umstände haben sich geändert. Ich meine, seit Avatar sind 20 Jahre vergangen. Das krasse Compositing ist passiert. Du hast deinen Hintergrund, deine Figuren, fügst sie zusammen und machst ein Bild. So entsteht Tiefe und man kann schauen, was im Fokus liegt. Der Unterschied zwischen Avatar und Korra ist, dass wir bei ihr ebenfalls einen Compositor hatten, der uns extrem vorangebracht hat. Arcane zum Beispiel, versteht mich nicht falsch, die Kunst dahinter ist wunderschön, aber das Compositing sticht hier definitiv hervor. Genau das ist die Geheimzutat, die alles zusammenhält und lebendig wirken lässt. Selbst in 2D kann man 3D-Effekte simulieren. Ich rede von einer handgezeichneten Welt, durch die eine Kamera ohne Hindernisse filmen kann. Also, dass man eben nicht in dieser 2D-Welt feststeckt. Sozusagen 2,5D. Wir von Avatar Studios greifen gerne auf Technologien zurück, um unserer Kunst Tiefe und Dimension zu verleihen. Erhalten jedoch traditionelles 2D weiterhin am Leben. Wir finden nach wie vor, dass die Welt von Avatar gigantisch ist, weswegen wir auch nie von der Idee abgelassen haben, diese weite Welt zu erkunden und neue Orte zu sehen, was auf den verschiedensten Wegen möglich ist. Und jetzt, wo wir diese Möglichkeit bekommen haben, ist endlich der Moment gekommen, das Franchise in die unterschiedlichsten Richtungen zu erweitern und auszubauen. Your on-screen talent, kid, leave the storytelling to the masters. Gerade zum Beispiel produzieren wir einen Film, unseren ersten. Und so cool es auch war, an einer Serie zu arbeiten, bietet ein Movie eben nochmal ganz andere Möglichkeiten, ohne das Gefühl zu haben, wöchentlich abliefern zu müssen. Wisst ihr, für mich als Künstler war das einfach eine einmalige Chance.
Es umzusetzen, das wird der schwierigste Part. Unsere gesammelten Ideen irgendwie sinnvoll miteinander zu verknüpfen und dann auch noch zu animieren, was vermutlich einer der schwierigsten Medien ist, konsequent und innerhalb des Zeitplanes mit begrenztem Budget umzusetzen, wird hart. Gerade weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, welche Color Correction ich über den Film lege. Avatar war wohl das härteste Projekt, an dem ich jemals gearbeitet habe, bis Korra kam. Jetzt jedoch sprechen wir davon, mehrere Projekte gleichzeitig laufen zu lassen, einschließlich Filme. Was tue ich mir da an? Doch es wird sich lohnen. Wenn jeder von uns seine Arbeit richtig macht, werden wir diese Möglichkeit nutzen, wunderschöne und einmalige Kunstwerke zu erschaffen, mit einer tiefgründigen Geschichte, die selbst der Letzte in sein Herz schließen muss.